Ja, und wenn man die gleichen Tasten für Aufnahme und Suchen nach der Kettensäge hat, dann bricht natürlich eine Aufnahme auf einmal ab. Natürlich gab es dann leider bei letzter Aufnahme keinen Schuss, das hatte ich dann jetzt vergessen, das werde ich eventuell dann nachträglich noch in Schriftform einfügen. Aber da sind wir wieder. Ja, mitten in der Nacht, wir wollen wieder ein bisschen in den Keller gehen. Mal gucken, wann und wie wir hier unser alles Problem gelöst bekommen. Mit unseren Klappen hier. Aber das dann einfach zur anderen Zeit. Fange ich schon wieder an, hier mein Haus abzureißen. Passt das schon? Das passt auch schon. Das auch. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall so bauen, dass wir nach links weggehen. Da oben muss noch einer zwischen. Bisschen weiter. Auf jeden Fall einen noch weiter nach hinten, dann auch ruhig. Und kann jetzt mal hier auch eine Kerze hinsetzen, wenn wir die Holzrahmen hier stehen haben. Na, was ruckelt das denn jetzt hier so frech? Noch jemand Schaden genommen. Mein Bauvorhaben. So. Sieht schon besser aus. Holzrahmen brauchen wir gleich auf jeden Fall noch. Ja, mach mal hier die Tür hin. Holzrahmen. Ja, wer weiß, wie viel wir noch brauchen. Wir hauen ruhig sofort mal eben 50 Stück die Warteschlange. Aufpassen, dass wir auf einmal hier eine Tür öffnen und wir dann uns hier fluten. Wir haben ja hier überall auch ein bisschen Wasser. Obwohl das natürlich andersrum auch irgendwie cool wäre, wenn wir jetzt hier quasi uns auf dem Wasser irgendwo auch noch eine kleine Basis bauen, wo wir dann unterirdisch dahin kommen. Ja, also wie ihr auf jeden Fall an diesem Video merkt, also Ideenreichtum. Dem Ideenreichtum wird hier keine Grenze gesetzt. Hunger und Durst hat er. Dann gehen wir jetzt erstmal was essen. Feuer. Ach ne, die Tür, die können wir auch wann anders dann hier reinsetzen. Haben wir denn? Fleisch, Wasser. Wie hungrig bist du denn, Luther? Ganz schön hungrig. Du isst ja richtig was weg hier.
Ja, und auch Sand und alles andere finden wir auch ganz ordentlich da unten. Rutscht da schon von oben nach. Ich hoffe, das geht jetzt gut, wenn ich hier so weiter grabe, dass die ganze Decke hier einstürzt. Ich grabe erstmal so wild drauf los. Da haben wir noch einen Holzblock, den wir noch gar nicht gedingstert haben. Ja, dann haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Licht. Sehen vernünftig, was wir auch machen. Und wenn ich hier durchgucke, kann ich schon nach draußen sehen. Was ja eigentlich nur bedeuten kann, entweder ist hier gleich schon wieder Tageslicht, dass wir hier dann doch unseren Zwischenausgang haben. Das hat ja mal wieder wunderbar geklappt. Kümmern wir uns jetzt erstmal hier um den Boden. Die erste Außenwand vielleicht in der Richtung hier. Gucken, wie weit wir unseren Panic Room hier bauen werden. Hier müssen wir auf jeden Fall über noch tiefer gehen. Solange unsere Schaufel noch mitmacht. Ja, das soll auf jeden Fall am Ende die Grundfläche vom Boden werden. Das bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Breite nach hinten gehen. Oh, es ist 4 Uhr. Hier noch eben fertig machen. Der Schaufel den Rest geben. Doch, dann setzen wir da auch lieber noch einen hin. Nicht schlimm, wenn es ein bisschen stabiler aussieht.
gesagt, also hier einmal Holz wegnehmen. Passt der denn inzwischen? Ja. Gut. Ja, damit so gesehen der Eingang für diesen Raum gefertigt. Und das Einzige, was uns jetzt noch abhält, weiterzumachen, ist zum einen die Uhrzeit, weil wir wollen zurück in die Stadt. Und zum anderen möchte ich natürlich gucken, dass wir uns jetzt erstmal eben noch eine neue Schaufel basteln. Eisen hatten wir da ja Gott sei Dank genug drinne. Werkzeuge, Eisenschaufel fertigen. Ja, das Holz. Lassen wir hier das geschmiedete Eisen, lassen wir sowieso hier. Hammer auch. Das und das kommt wieder dorthin. Du bist zerlegt, zu Alteisen gemacht. Ja, 97 Pfeile haben wir dabei. Essen und Trinken benötigen wir nicht. Ich nehme mir aber noch mal eben hier Verbandskasten Gesundheit plus 50. Den nehme ich mir mit. Und auch die Verbände. Antibiotika haben wir auch gefunden, das ist natürlich auch sehr klasse. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns da mal auf, erneut in Richtung Stadt. Und was hier draußen los war, gucken wir mal eben, weil ich meine, heute Nacht war hier wieder was los. Und was in der Stadt erwartet, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich sage bis dahin und tschüss.